euch was erzählen. Und das ist echt okay. Es gibt wieder tolle News von den Beans aus L.A. Ein Jahr hab ich gewartet auf diese flotte Zeit. Und dank den frechen Beans guck ich jeden Tag nur live. Break it down, was geht? Break Beans online. Yeah, hör die Mail. So nice. Sommer, Sonne, follow fun. Die E3 hat erst angefangen. Sommer, Sonne, follow fun. Ich bin im Himmel angelangt. Sommer, Sonne, follow fun. Die E3 hat was geht, Digga, was? Sieht zu, wie ich mit Smileys alles backbox. Ey, yo, ich schreibe nur in Caps Lock. Und obendrauf gibt's ein Kappa. Digga, Digga, Blacker, Blacker, Blacker. Ja, du schreibst also nicht im Superchat. Ey, dann muss ich sagen, find ich dich loser whack. Hab am besten gut viele Tabs offen, weil dann kannst du im Superchat nen coolen Text droppen. What? Du willst jetzt mit mir schreiben? Ist okay, nicht auf Twitch, nicht auf YouTube, du musst auf die Seite, gell? Rocky zu den Beats.tv. Nicht der, ey, es gibt nur einen Way, einen Pfad, auf dem ich stay. Denn ich schreib nur im Superchat, schreib nur im Superchat, schreib nur im, schreib nur im, schreib nur im Superchat, schreib nur im Superchat, schreib nur im Superchat. Sonst bist du sonst bist du Loser-Man. Ich schreib euch meine Meinung auf eure Kosten. Bei mir gibt's keine Floskeln, weil ich der gottverdammte Boss bin. Fuck, lieber noch mal Login. Denn ich schreib nur im Superchat, schreib nur im Superchat, schreib nur im, schreib nur im, schreib nur im Superchat, schreib nur im Superchat, schreib nur im Superchat. Sonst bist du sonst bist du loser wack.
Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Adobe Live. Wir haben nämlich jetzt was ganz Besonderes, und zwar Lost Ember. Ein Titel, auf den ich mich sehr freue, von dem man schon eine ganze Zeit was gehört hat. Also ist schon ganz schön lange auch in Entwicklung, und wir werden über all das sprechen. Ich begrüße an meiner Seite natürlich Hannes noch. Und ich begrüße vor allem drüben noch Chan und Ben. Aber vor allem haben wir natürlich auch die Leute von Lost Ember hier, Moonai Studios. Und zwar Maximilian Jasionowski von Lost Ember, logischerweise Art Director bist du, richtig? Ja, bei genau. Lost Ember. Und drüben sehen wir noch Ben und Chan und Matthias, Oberpieler, 3D-Artist bei Moonai Studios. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, super gern, vielen Dank für die Einladung. Ja, mega, also es ist schön, immer direkt zu den Entwicklern zu sprechen, und wenn sie dann noch aus Deutschland kommen, dann kann man auch nochmal ein bisschen mehr ausfragen, ein bisschen tiefer gehen und so, und das machen wir heute. Wir werden eine ganze Stunde und sprechen ein bisschen über die Art Direction zu Lost Ember, aber auch über den Entwicklungsprozess. Und es freut mich, dass Hannes, dass du auch da bist, weil ich bin ja nicht so der Art Direction Guy. So, aber dafür kennst du dich gut mit Spielen aus und kannst natürlich da noch mehr in die Tiefe gehen. Ich kann natürlich nur sagen, dass es hammer aussieht und hier die Personas ausquetschen, wie das denn dazu gekommen ist. Und ich glaube, wir sind einfach ein sexy Duo, so wie es Ben und Chan sind. Ja. Und Matthias und Maximilian. Das ist ja also die geballte Duo-Power. Auf jeden Triple Fall. Triple Duo-Power. Auf jeden Fall. Ey, lass uns einfach direkt mal starten. Die erste Frage ist natürlich, wann hat denn die Entwicklung begonnen? Weil ich kann mich erinnern, dass es vor einiger Zeit, ich glaube vor 3 Jahren schon einen Trailer gab, den ersten Trailer, und zu dem Zeitpunkt habt ihr noch nicht die Kickstarter-Kampagne eröffnet, oder mit diesem Trailer habt ihr quasi die Kickstarter-Kampagne eröffnet. Wir können mal reinschauen, denn es ist schon ein ganzes Weilchen her, damit die Leute auch wissen, vielleicht hat ja der eine oder andere noch nicht was von Lost Ember gehört, wie das Ganze so aussieht. Meine Frage dazu, habt ihr nur diesen Trailer kreiert, um dann halt daraus die Kickstarter-Kampagne zu starten, oder wie habt ihr das gemacht? Also wie weit wart ihr zu dem Zeitpunkt schon? Also, ja, das war halt zu Kickstarter. Also wir hatten halt geplant, die Kickstarter zu machen, weil wir uns halt selber finanzieren wollten. Und uns war klar, dass es halt nicht, es wird halt nicht reichen, einfach nur ein Video zu machen, sondern es wäre halt auch gut, eine Demo gleichzeitig zu haben und alles. Und haben das im Prinzip dann verbunden. Also wir haben eine erste Demo kreiert, die dann halt einfach online auch gezockt werden konnte und alles. Die wir halt auch ein bisschen verschicken konnten und wo wir halt auch während der Kickstarter-Kampagne ein bisschen halt rumkommen konnten. Also wir haben auch Pizmeet besucht und andere Leute und haben halt so ein bisschen promoted im Prinzip mit diesem Trailer und ein bisschen Gameplay und so. Und der hat ja wirklich Wellen geschlagen, der Trailer. Denn ihr habt ja, war der sehr, sehr erfolgreich bei Kickstarter. Das war so unfassbar. Das war einfach, es hat halt alles für uns geändert. Ne? Dadurch konnten wir halt einfach uns selbst finanzieren danach. Ja. Es wundert mich aber auch nicht, weil Hannes, du hast vorhin nochmal den Trailer geschaut mit der Musik, also mit Kopfhörern, und du warst völlig hin und her gerissen. Hingerissen. Nee, was für hin und her, sage ich ganz besonders deswegen, weil du weintest. Ich will gleichzeitig lachen, aber auch weinen. Also das ist so, das meinte ich mit hin und her gerissen. Das ist die Stimmung, die da musikalisch und natürlich mit den Bildern erzeugt wird, ist halt so Sehnsucht und es ist so dieses Melancholische. Weißt du, es ist irgendwie was Schönes, so ein bisschen, aber es ist auch was Trauriges. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Geschichte, die da ja hintersteckt. Da hat hier der junge Mann natürlich super recherchiert, aber du hast mir auch schon gesagt, es ist natürlich noch nicht klar, was wirklich Phase ist. Ja, genau. Aber ich glaube, melancholisch ist auf den Punkt gebracht, auch mit der Musik, die wirklich ziemlich genial ist. Auf jeden Fall. Ja, das sind unsere Sound-Designer, die das gemacht haben. Die sind übrigens, das war echt super cool, die sind auf uns zugekommen. Die kamen von, wir waren gerade frisch rausgegangen bei Rockstar North und haben so, dass deren erstes Projekt, was die halt gemacht haben, war so, uns eine Mail zu schreiben, und dann hat sich das dann darüber ergeben. Also, wir dachten auch erst so, dass das kann nicht sein, das ist irgendwie eine Fake-Mail oder so. Und dann konnten wir halt mit denen, wir haben halt gesagt, okay, wir machen das nur, wenn wir mit denen skypen können. Und dann im Gespräch live haben wir dann gemerkt, okay, die sind echt. Zu schön, um wahr zu sein. Ja, genau. Und dann haben die halt echt diesen Song gemacht. Wundervoll. Wenn man den Trailer, aber wenn man den Trailer sich so anschaut, dann hat man ja schon so die ein oder andere Inspiration vor Augen. Und zwar fällt mir da vor allem Journey ein oder halt auch Flower. Liege ich da richtig? Habt ihr absolut, von solchen Spielen euch ein bisschen inspirieren lassen? Ja, gerade, also ich habe halt tatsächlich früher gar nicht, also ich hatte so eine Phase im Designstudium, wo ich einfach gar nicht mehr wirklich viel gezockt habe. Und einfach, weil ich die Spiele sehr ähnlich fand, immer sehr kompetitiv, und ich war einfach nicht, es war sehr, es ist halt extrem viel Stress einfach. Ja, ey. Und dann hatte ich Journey gespielt und dachte so, ach krass, man kann ja irgendwie künstlerisch tatsächlich was machen mit Spielen. Und dann kamen halt so mehrere Entscheidungen zusammen. Dann
in Hamburg, als ich dann, also ich bin halt umgezogen, dann habe ich mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, halt Ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich finde Zocken, ich bin ja wirklich auch, darum bin ich auch so selten natürlich hier auf dieser Bühne, auf der Gamescom, weil ich natürlich nicht mehr die große Relation, wie auch immer, also ich wenig zocke, egal, keine Fremdwörter und so, immer Zocken benutzen, weil ich es oft stressig finde. Und ich habe früher auch Build-Up-Spiele, Strategiespiele, und da musst du halt on point sein, und ich habe so richtig Stress gekriegt und sowas. Und lass es andere Spiele sein, wo du einfach auf Zack sein musst und in dem Moment aber mal so ein Zurücklehnspiel, das dich vielleicht auch so ein bisschen an die Hand nimmt und dich da durchführt. Es war halt echt bei, also ich hatte kurz vorher, mein WG-Kollege hat einfach den ganzen Tag StarCraft 2 gezockt, weil es gerade rauskam, und ich war halt komplett drin, ne, und habe irgendwie alles mitgemacht und irgendwie versucht, da irgendwie aufzuholen und irgendwie mitzuspielen, und ich habe irgendwann wirklich nur noch Kopfschmerzen bekommen. Und dann halt, ja, so 2012 herum war ja Journey rausgekommen, und dann, es war halt einfach so ein Flash, einfach das zu sehen, und dann, ja, war eigentlich klar, ich muss irgendwie was in dem Bereich machen. Da ja auch noch nicht, es ist ja auch im Games-Bereich einfach noch nicht viel los, gerade bei solchen Spielen. Also das Genre ist halt relativ klein irgendwie, ne? Also die Spiele, die mir einfallen, die in den Bereich gehen, sind ja so Titel wie, keine Ahnung, Firewatch, Rhyme, whatever, irgendwie diese Richtung, aber es sind halt nicht viele. Nee, absolut. Das ist ja auch der Vorteil, den ihr habt mit Kickstarter, dass ihr halt nicht irgendwie Publisher suchen musstet, wo ihr nochmal euch umstellen musstet, wo ihr nicht eure eigene Idee umsetzen konnte, weil oftmals ist es ja schon so, dass die Publisher dann halt irgendwie wollen, dass ihr das anders macht oder so. Und bei Kickstarter habt ihr halt diese Freiheiten, das ist schon schön. Ja, würdet ihr cool. nach wie vor anderen Entwicklern das, würdet ihr sagen, dass die das auch so machen sollten über Kickstarter? Also würdet ihr es denen weiterempfehlen? Man muss halt schon sagen, es ist halt wirklich extrem viel Arbeit, und wir alle hatten halt, als wir angefangen haben, wir waren alle solo, haben keine Familie, um die wir uns kümmern mussten, großartig, und konnten einfach alle komplett in dieses Projekt reingehen. Und dann, wenn man halt so ein bisschen, wenn das alles zusammenkommt, dann würde ich es empfehlen, aber kommt immer drauf an, was man machen will, ne? Also, du meinst es schon, Fulltime-Job, und die Liebe geht dahin, das wird dann dein Baby, das wird deine Familie wahrscheinlich auch, die Leute, mit denen du zusammen daran arbeitest. Und dann heißt es, im Prinzip, man sieht sich halt im Prinzip von morgens bis abends, ne, dann durch, bis das Ding halt läuft. So in der Art, ne? Wie du auch von morgens bis abends wahrscheinlich siehst, ist der lieber Kollege. Ja, genau. Und zwar gehen wir jetzt nämlich gleich rüber zu meinen Schaden natürlich, Ben, aber auch dem 3D-Artist Matthias, und die werden gleich was Schönes bauen. Was genau? Ich sag mal schon mal, kleiner Spoiler, ein Werbeloop. Also wir werden was zusammenbauen aus Rocket Beans TV Assets und Lost Ember Assets. Was genau, das erklären die beiden euch, oder die drei euch drüben. Also Ben, erklär uns doch mal, was habt ihr denn da drüben genau vor? Hallo, was wir genau vorhaben, meine Aufgabe. Eigentlich wollte der Can ja anmoderieren. Ich glaube, der Fairness halber gebe ich einfach trotzdem an Can weiter zur Anmoderation. Das ist sehr süß von dir, vielen Dank. Du hättest es auch ruhig machen können. Ich bin ein Gentleman. Ein echter Gentleman, vielen Dank. Ja, nee, aber du bist ja gleich auch wieder dran. Genau, genau, sehr schön, dass ihr da seid. Lieber Hannes, lieber Ben, natürlich auch ihr beiden, Maximilian und Matthias. Wir sind ja hier bei Adobe Live zum zweiten Mal dieses Jahr mit euch zusammen. Nicht zum zweiten Mal dieses Jahr, sondern zum zweiten Mal insgesamt. Mhm. Ne? Aber das zweite Mal jetzt. Und ich bin immer wieder sehr happy, dass wir das machen, weil die Ambition, also für die Leute, die Adobe Live nicht kennen, ist ja zu sagen, hey, wir gehen raus in die Community, nehmen uns die coolsten Kreativen aus Deutschland und lassen die zeigen, was sie machen. Ne? Und gerade im Gaming-Bereich... Goldrichtig, genau, bist du hier. Genau. Ja, aber das Ding ist halt natürlich, gerade im Gaming-Bereich, man unterschätzt das total, dass so viel Schaffenskraft dahinter steckt. Mhm. Ne? Und wir zeigen immer natürlich die klassischen Leute aus dem Bereich Photoshop, aus dem Bereich InDesign, also die Designer, die man so kennt, Fotografen, aber gerade aus dem Gaming-Bereich, ich meine, bis so ein Spiel entsteht, und deswegen sind wir heute auch hier, ne? Von der ersten Idee bis hin zur Entwicklung, bis zum Concept Art, bis zum finalen Spiel, vergeht sehr viel Zeit, und da wird auch sehr viel Energie und Liebe reingesteckt, und deswegen bin ich auch sehr happy, dass heute die beiden Herren von Moon Eye Studios da sind und uns auch mal so ein bisschen den Hintergrund geben, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und der Matthias ist nämlich heute da als 3D-Artist, und Ben, du bist ja natürlich hier auch da. Wir sind ja hier die Kreativecke. Ihr habt ja gesehen, es ist ja so ein bisschen gesplittet hier. Und das hat auch einen bestimmten Grund, wie Sandro das schon so ein bisschen vorab gesagt hat. Das wird der Ben uns auch gleich erzählen, was wir genau hier machen. Es wird nämlich eine kleine Challenge geben. Parallel dazu
was unsere Kollegen drüben in der Talk-Ecke da besprechen, was nämlich auch sehr wichtig ist, denn das ist ein ganzheitlicher Prozess und den sollte man auch von ganz vielen verschiedenen Seiten betrachten. Aber ich würde sagen, lass uns doch vielleicht ganz kurz nochmal zum Matthias und dem Matthias mal vorstellen, weil dich, Ben, kennt man ja, ne, von Rocket Beans. Ja, klar, du bist ja unser, ja, die Grafik-Boys, wie das so schön sagt. Werde ich nie vergessen, Creative Clash ist echt Hammer geworden. Genau, aber Matthias, du bist ja jetzt auch hier als 3D-Artist. Vielleicht kannst, genau, du mal kurz dich vorstellen. Und was ich sehr interessant finde, ist, was ist denn ein 3D-Artist? Ja, also danke schon für die Einladung. Echt cool hier. Also ich bin, ja, 3D-Artist bedeutet, ich, also das, was man halt praktisch in 2D halt sieht, also Max zum Beispiel, der macht Concept-Arts für mich. Und ich setze das im, praktisch dreidimensional um. Also wir setzen das in die Engine rein. Und ich baue die 3D-Assets, die dann praktisch im Spiel von den Spielern halt dreidimensional begehbar, also angeguckt werden können, also 3D-Levels im Prinzip. Mhm. Und genau, das ist im Prinzip, also... Du bist der Erbauer. Ich bin der Erbauer, der Weltenschaffer im Prinzip. Der Architekt. Auch so, ja. Ja. Genau, ja, Architekt, ja, genau. Ja. Ja. Nice. Und was, also jetzt auch so Person an sich, also was... Wo kommst du her, aus welcher Schiene? Ich meine, das ist ja auch so ein, ich weiß mal, nicht gerade ein Job, der jetzt schon ewig existiert, wo man eben gesagt hat, in den 50ern habe ich auch schon hier 3D-Architecture gemacht am PC, ne? Sondern das ist ja auch ein relativ neuer Job, in Anführungszeichen. Mhm. Wie ist das bei dir gewesen? Bist du von Anfang an 3D-Artist gewesen und hat sich das da entwickelt? Ich habe damals mit Gothic 2 angefangen, dafür Mods zu machen und dann angefangen, okay, ich wollte eigene Levels da reinbauen, und dann habe ich da irgendwie so angefangen mit Cinema 4D da eigene Levels zu erschaffen so und fand das halt schon von Anfang an damals eigentlich schon cool. Und dann dachte ich so, okay, ja, wenn mir das Spaß macht, dann versuche ich das irgendwie halt beruflich zu machen und habe da das Studium angefangen in Salzburg. Multimedia Art, also praktisch Grafikdesign-Studiengang, der aber einen Schwerpunkt in 3D-Animation und Computeranimation hat und da auch ein großer Schwerpunkt Videospiele war. Ja. Cool. Genau, und da lernt man im Prinzip im Studium alles Mögliche, auch von Audiodesign, Grafikdesign, Filmschnitt. Und dann konnte ich mich dann auf 3D spezialisieren. Und bin dann halt weiter bei Spiele geblieben. Und ja, seitdem. Aber auch viel self-made, oder? Ja. Man merkt auch, also in der Art, wie du das jetzt aufgezählt hast, dass es auch Learning by Doing ist bei dir. Ja. Was ja auch was Schönes ist, weil so erlebt man das halt eben auch auf seine eigene Weise und kann sich selbst weiterentwickeln. Ja. Bekommt nicht unbedingt eine festgelegte Schiene vorgelegt. Und wegen so, ja, muss 3D-Artist ein 3D-Artist sein. Ne? Ja. Ja, super. Genau, super cool. Vielen Dank auf jeden Fall für die Intro. Wir gucken uns jetzt an und deswegen gebe ich jetzt auch weiter an den lieben Ben, der mir ja es eben netterweise rübergegeben hat. Genau, wir haben nämlich hier eine Challenge vorbereitet. Das Ganze soll nämlich auch ganz cool auch interaktiv sein, weil wir wollen uns ja mal ansehen, wie kann man, und für die Leute, die vielleicht auch letztes Jahr zugeschaut haben, haben wir uns ja so ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man die kreative Bohne, also die Rocket Beans, ganz cool mit Special Effects versehen, sodass wir im Stil von einem Spiel oder von... in dem Fall war das die Spider-Bohne, ne, im Spider-Man-Style quasi, das Ganze cool aufziehen können innerhalb von kürzester Zeit. Und das war so ein bisschen Fanfiction-mäßig. Und dieses Mal haben wir natürlich die originalen Assets, was sehr cool ist, von Moon-Eye Studios bekommen und von Rocket Beans. Und wie das Ganze jetzt aussehen soll mit der Challenge, das stellt euch jetzt der Ben vor. Genau, ja, eigentlich habt ihr alles schon gehört. Wir machen tatsächlich einen sogenannten Werbeloop. Ich weiß gar nicht, können wir auf meinen Rechner kurz schalten? Für die Leute, ah ja, perfekt, die uns vielleicht noch nicht kennen oder in der Werbung immer den Adblocker anhaben oder so. In der Werbung werden eigentlich solche Dinge hier angezeigt. Das sind so Motion Graphic animierte Loops, die im Hintergrund laufen, während vorne Infotafeln reinkommen, das nächste Programm, den ganzen Kram. Und wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt doch Assets da haben, Assets, 3D-Assets, 2D-Assets von den Moon-Eye Studios und von Rocket Beans zusammen, dass wir mal so einen Loop bauen, der einen Mix darstellt aus Rocket Beans Assets und den Lost Ember Assets dann. Und deswegen sitzen wir hier, haben After Effects offen, wir haben auch schon die ganzen Assets hier reingeladen, hier sind ganz viele Dinge, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt, isoliert, einzeln, genau. Mit denen werden wir gleich arbeiten. Was haben wir noch? Ein Herz, das ist doch was Schönes. Genau, die sind hier so als Loop animiert, die können wir einfach verwenden und die animieren sich quasi schon von alleine. So, und das werden wir gleich nutzen mit den Assets, die mir der Matthias dann zur Verfügung stellt, um
das in Windeseile hinzukriegen. Ich hoffe, das kriegen wir hin, Windeseile. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Assets sind, das sind quasi einfach die Dateien praktisch, die wir jetzt haben. Und dann in After Effects, das ist das Tool, mit dem man eigentlich Spezialeffekte erstellen kann für das Thema Video, aber auch andere Formate. Und genau, Moonlight Studios hat uns praktisch ihre ganzen Dateien also so zur Verfügung gestellt, dass wir die hier nutzen können und uns mal anschauen können, was kann man eigentlich alles daraus basteln. Und ich finde es eigentlich ein cooles Projekt, so in dieser Duo-Konstellation zu sagen, hey, wir reden nicht nur über Lost Amber und über Gaming und über die ganzen Kulissen dahinter, sondern wir zeigen euch direkt auch, wie man das Ganze auch umsetzen kann, weil das ist ja eigentlich auch ein sehr spannender Part. Genau, hast du denn Lost Amber Assets gerade bei dir parat auf deinem Rechner? Ja, ich habe hier gerade was offen. Du hast ja auch ein bisschen was mitgebracht. Genau. Ja, wenn man das, genau. Der Wolf. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Artwork von uns und hier sind die ganzen Photoshop-Ebenen, kann ich die einzeln ausblenden. Hier haben wir zum Beispiel den Companion, der bei uns im Spiel sehr wichtig ist. Den kann ich auf jeden Fall rübergeben, genau, kann ich das alles ausblenden. Und dann, genau, hier auch die einzelnen Tiere. Da können wir nochmal alles einblenden. Ja, die werden wir wohl verwenden. Genau, hier unser Wombat. Die Büffel. Genau. Ja, schön. Wir werden mal anfangen, uns hier zu überlegen, was wir Geiles bauen können. Yes! Ich glaube, genau, in der Zwischenzeit gucken wir uns aber, glaube ich, nochmal den neuesten Trailer an, den neuesten Trailer von Lost Amber. Und wir gucken da rein in 3, 2, 1... Das Datum ist nicht mehr ganz aktuell, aber ich fand es ganz schön, dass wir den jetzt mal komplett gezeigt haben, um auch mal so ein bisschen diese Atmosphäre zu spüren, damit man erstmal sieht, was ihr da genau vorhabt mit Lost Amber. Während da drüben schon mal losgebastelt wird in der Kreativecke, können wir ja noch mal ein bisschen sprechen über Storytelling und was ihr alles mit dem Spiel halt erreichen wollt. Kannst du schon uns irgendwas erzählen, worum es geht? Also der Hauptcharakter ist ja der Wolf, wenn man so will, aber man kann sich auch viele andere Tiere verwandeln. Worum geht's in Lost Amber? Du willst wahrscheinlich nicht allzu viel verraten, aber hau doch mal raus. Was geht da ab in Lost Amber? Ja, du hast, also die Gameplay-Mechanik ist halt, dass du mit, wie du gesagt hast, mit dem Wolf halt hauptsächlich spielst und du hast die Fähigkeit, andere Tiere zu übernehmen und mit denen weiterzuspielen. Und das, also der Gameplay-Spaß besteht halt darin, einfach mit denen weiter durch die Welt zu laufen, ne, und mit denen unterschiedliche Dinge halt zu erleben. Aber es gibt halt eine grundlegende Story, die unter dieser Welt liegt, die man da halt entdeckt. Prinzipiell sollte es schon den Eindruck, das war von Anfang an der Plan, eine Welt sein, die von der Natur wieder geholt wurde. Es ist halt eigentlich eine postapokalyptische Welt, nur halt in reinkarniert, in schön. Und da liegt halt was drunter, was verborgen ist. Und man deckt im Prinzip auf, was damals dort passiert ist, Stück für Stück. Und am Anfang vom Spiel entdeckt man halt dieses kleine Licht, diesen Companion, und der ist im Prinzip eine Seele, die verloren ist und bittet einen darum, ihm zu helfen, weil er nicht weiß, er ist eingesperrt in im Prinzip einer Kuppel, die um diese Welt ein bisschen geschlossen ist für ihn. Man selber kann sich rausbewegen, aber er nicht. Und dann mit den ersten Dingen, die man halt entdeckt mit ihm, wo er halt sagt, hier ist ein Amulett, ich kann das nicht lesen, ich habe das Gefühl, dass ich bin da gestorben und ich weiß nicht wo, ich möchte mich wiederfinden oder möchte halt als Seele halt weiter wandern im Prinzip, ins Jenseits, wie auch immer. Und dann beginnt die Story halt damit, dass man das mit ihm aufdeckt und diese Kuppel das erste Mal aufbricht und man mit ihm dann raus kann und dann
beginnt man mit ihm halt diese Reise durch die Welt und bricht immer wieder halt dadurch, dass er sich an gewisse Parts in der Welt erinnert, neue Barrieren auf und bewegt sich damit fort. Also ja, das ist so ein bisschen der Story-Anfang. Ne? Klingt mysteriös. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken. Ja. Hat es denn einen Grund, warum der Wolf der Hauptcharakter ist? Also seid ihr am meisten beeindruckt von dem Wolf oder warum ganz genau dieses Tier? Es ist im Prinzip das, also das sollst du halt rausfinden letztendlich, ne? Okay. Aber ja. Es ist halt, aber klar, es ist halt dieses mystische Wesen, es hat auch ein bisschen von der Optik her Ansätze von einem Schakal und es ist auch absichtlich ein bisschen mit drin, weil es halt einfach so ein bisschen an ältere Kultur, also halt Altägypten erinnert, ne? Mit den Statuen von Schakalen und so weiter, es hat so ein bisschen Hintergrund da. Wir mixen ein paar ältere Kulturen zusammen in dem Falle und ja, ich will jetzt nicht unbedingt erzählen, warum, aber es ist halt so. Wir wollen ja auch nicht alles spoilern, dass man das Spiel erlebt, so wie ihr euch das vorgestellt habt, dass du hier nicht alles verrätst, sondern man da einiges zu erfahren kriegt. Ja. Aber ich habe ein bisschen gelesen, dass ihr auch Rätsel da drin habt, also dass es halt schon auch so ein paar Rätsel gibt. Kannst du uns ein paar Beispiele geben, wie solche Rätsel dann ungefähr aussehen? Also es gibt nicht wirklich, es ist kein Rätselspiel. Mhm. Also du hast, das war auch von Anfang an eigentlich, haben wir uns gesagt, dass wir jetzt nicht, wir möchten keine Mechanik machen, wo du kämpfen musst. Wir möchten keine Mechanik haben, wo du puzzeln musst. Also keinen wirklichen Core-Loop generieren, der sich immer wiederholt, mit dem du halt levelst oder irgendwas. Das gibt's halt auch nicht. Sondern wir haben von Anfang an halt gesagt, wir wollen irgendwie ein bestimmtes Gefühl, ein Erlebnis einfach provozieren dadurch, dass wir einfach die Sachen anfangen einzubauen und dann Stück für Stück einfach gucken, wie fühlt sich das an, ist es richtig, passt das mit der Story, die wir uns ausdenken, zusammen. Es ist halt so ein bisschen Reverse Engineering. Also wir haben halt, keine Ahnung, irgendwie komplett andersrum das alles aufgebaut. Ach, interessant. Ich weiß nicht, ob es das Schlauste war. Es ist extrem aufwendig und wir sitzen ja schon ewig da dran, aber... Ihr habt wahrscheinlich das Wort viel auch schon, nachdem Matthias sich vorgestellt hatte. Learning by doing. Ich meine, ihr kommt alle nicht aus einer großen Spiele-Klitsche. Nee. Ihr kommt wahrscheinlich auch nicht zwangsläufig von der Uni, die euch gesagt hat, so, wenn ihr das macht von A nach Z, dann macht ihr ein perfektes Spiel, sondern ihr habt irgendwie eine Passion. Theoretisch hätten sie es uns gesagt, aber wir haben es halt nicht so gemacht. So, ja, aber das ist ja auch schön, seinen eigenen Weg zu gehen und auch Fehler zu machen, die sich vielleicht im Endeffekt dann als, gerade nicht als Fehler rausstellen. Ja, also, ja, es ist auch, ich meine, man wird letztendlich sehen, wie das ankommt. Das ist für uns bis heute, nach all den Jahren, schwer einzuschätzen, ob letztendlich auch das, wenn man dann das Finale gesehen hat, ob man dann so das Gefühl hat, man hat wirklich etwas zu Ende gespielt oder ob man in dem Augenblick noch ein bisschen irritiert ist. Wir glauben mittlerweile, dass es halt wirklich schön geworden ist und gerade das Ende auch sehr emotional geworden ist, aber es ist halt ehrlich gesagt trotzdem immer schwerer geworden. Ne? Über die Jahre bist du immer mehr drin, du hast irgendwie so ein Bild davon, was es vielleicht mal wird und dann zwischendurch hast du, ja, also... Wir als Kreative kennen diese Prozesse. Ja, dann hast du dich blind gesehen, dann weißt du nicht mehr, ist das richtig, was ich mache? Nächsten liegst im Bett, denkst du, oh, ich glaube, nee. Zwei Tage später sagst du wieder, wir sind auf dem richtigen Weg. Eine Woche später sagst du wieder, nein. Ja, es ist halt echt teilweise, also ich habe halt, es gibt halt Cutscenes im Spiel, wo ein bisschen Story halt erzählt wird, immer wieder mal. Und ich habe teilweise, also wir haben so viele Cutscenes gemacht, die einfach jetzt nicht mehr drin sind. Ich habe, also... bestimmt locker irgendwie, ich würde schätzen, 8 Monate Arbeit komplett für den Müll oder so, ne? Weil, also das heißt komplett für den Müll, aber es ist halt so viel Arbeit, die einfach rausgeschmissen wurden, ne? Und jetzt nicht nur fertige Cutscenes, sondern halt auch, man macht halt so Animatics, in denen beispielsweise halt einfach dieser Abschnitt einfach schon mal so ganz grob gezeichnet ist, so wie Storyboards im Prinzip aneinander geklemmt mit ein bisschen Musik drunter. Und daran sitzt du halt irgendwie eine Woche oder zwei Wochen und dann ist halt so, jo, nee, ist es nicht. Ne? Ja, aber so. Und dann ist es halt weg. Aber ja. Das ist halt leider, ich meine, auch Redakteure, jeder, der, sag ich mal, im Endeffekt einen kreativen Job ausübt, kommt wohl oder übel immer mal in, dass er sagt, okay, das, was ich gerade gemacht habe, nee, es funktioniert nicht. Ja, oder eine Schreibsperre oder das kennt ihr ja wahrscheinlich auch als Kreative, wenn ihr gerade irgendwie eine Sperre habt im Kopf, ihr könnt einfach gerade euch nicht kreativ austoben und so. War das vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum das Spiel dann doch nicht im Juli erschienen ist? Also zum einen vielleicht die fehlende Erfahrung, aber zum anderen habt ihr euch da vielleicht ein bisschen verkalkuliert oder was war der Grund, warum wir jetzt Lost Ember noch nicht spielen können, sondern der Release nochmal ein bisschen verschoben wurde? Ja, wir hatten eigentlich zwei Punkte, die
ein Problem waren, und zwar, dass wir irgendwann sehr spät gemerkt haben, dass die Story einfach nicht ganz, also sie hat einfach nicht gut genug funktioniert, also wir waren zu übermotiviert, wir wollten zu viele Dinge gleichzeitig machen, einfach in der Geschichte, zu viele Charaktere, zu viel, man kam nicht auf den Punkt im Prinzip, so ein bisschen, also die Story war gut, aber nur wenn du sie liest. Im Spiel war es halt kompliziert, dann der Sache zu folgen, und dann haben wir halt nochmal einen Autoren dazu genommen, der nochmal Änderungen gemacht hat, mussten das anpassen, und jetzt gerade in den letzten 2 Monaten kommen halt wirklich ein Haufen Bugs dazu, und ja. Es sind die berühmten letzten Prozent, an denen man ewig sitzt. Aber schön, dass ihr euch die... Am schlimmsten ist es halt für die Programmierer wirklich, ne? Weil die halt einfach dann irgendwie die ganzen Performance-Sachen, dass es halt wirklich gut sauber läuft, irgendwie rauskriegen müssen und sowas. Aber schön, dass ihr euch ein bisschen Zeit trotzdem nehmt zum Polishen, also zum Optimieren und so. Unbedingt, Zum Polishen haben die Leute da drüben nicht so viel Zeit, denn heute haben wir nur noch so, eine halbe, dreiviertel Stunde, aber trotzdem bin ich mir sicher, dass da was Cooles dabei entsteht. Also lass uns mal rüberschauen, wie der Zwischenstand ist in der Kreativecke. Yes, genau, willkommen zurück. Und, hallo. Genau, die beiden, Ben und Matthias, sind hier fleißig am Machen. Ich übernehme mal ganz kurz die Moderation und würde mal sagen, also ihr habt jetzt in der Zwischenzeit schon ein bisschen was gemacht. Ich habe mir so zwischendurch immer so ein bisschen reingelinst, ne? Wie das so ist bei dem Arbeiten nebenbei, beim schnellen Publishen, wie der Sandro eben schon gesagt hat, muss man natürlich auch ganz viel auf intuitive Art machen, weil man nicht so viel Zeit zum Nachdenken hat. Ben. Vielleicht fangen wir mit dir an. Willst du mal kurz zeigen, genau, was du jetzt in der kurzen Zeit schon mal angefangen hast oder was so dein Ziel ist? Ja, genau. Also ich habe mein Namensgedächtnis, mein Matthias, ne? Matthias, genau. Matthias, Maximilian, Matthias habe ich dich zwischendurch schon genannt, das ist fürchterlich. Von Matthias bekommen, ein Artwork von Lost Emma in seiner Gänze, das Cover-Artwork eigentlich, das Poster-Artwork, das, was wir hier gerade sehen? Genau, das haben wir damals zur Kickstarter veröffentlicht. Das ist so das Cover-Artwork, genau. Ah, ja, okay, genau. Ja, das habe ich von ihm bekommen, habe es hier reingeladen, natürlich in einzelnen Ebenen dann auch schon bekommen. Da kann man mal kurz reingucken, wir haben hier einen Hintergrund, wir haben diese Wolken hier noch extra, mit denen ich arbeiten kann. Wir haben hier im Vordergrund, das sind diese Berge, wo dann wiederum... Schön einfach reingeschoben. Genau, der Wolf draufsteht. Wo ist er denn noch gleich? Genau. Wo ist er hin? Dort. Ach, er ist nicht mitgekommen. Naja, hier sehen wir nochmal den Wolf, den ich auch noch in den Vordergrund stellen will. Angefangen habe ich bisher mit dem Mashup. Ich dachte mir, da ist ein riesengroßer roter Punkt im Hintergrund. Wir haben noch ein riesengroßes rotes Cornerbug-Logo, unsere Augen. Der soll jetzt den Mond ersetzen. Das ist natürlich noch nicht besonders weit, wie man sehen kann. Aber es sitzt schon mal unser Cornerbug, unser Kreislogo anstelle des Mondes. Ich habe ein bisschen den Toner hier drauf gemacht, dass es ein bisschen mehr reinblendet. Ich würde noch mit einem Leuchten später arbeiten. Das ist aber hier noch ganz schöner Essig. Es ist noch ein, zwei Ebenenstile drauf. Ich muss es erstmal noch ein bisschen zusammen, noch mehr da reinwerfen. Ich habe eben von Matthias noch einen Vogel bekommen. Man sieht hier, das ist die Datei, die mir der Matthias gerade rübergeschickt hat. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne auch diese Vögel noch irgendwie animieren. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. Ich werde erstmal die Grundlage machen, bevor ich mich weiter an die Vögel wage. Aber es ist lustig, die Szenerie. Wenn du jetzt mal so drauf guckst, erinnert dich das ein bisschen an was? So mit dem Riesenmond, mit dem Gesicht? Also ich muss jetzt spontan an Majora's Mask denken. Ach so, okay. Du bist ja der Zelda-Fan von uns beiden. Gut, das ist der einzige Teil, den ich nie gespielt habe. Shame on you. Das haben wir letztes Jahr schon festgestellt. Ja, ich glaube auch. Einige Defizite bei dir bestehen, mein Lieber. Also da müssen wir noch was aufholen. Aber sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das war jetzt mit After Effects und wir gehen jetzt mal rüber zum Matthias. Es geht noch weiter. Genau. Achso, du bist noch nicht fertig? Nee, es geht noch weiter. Ich arbeite weiter daran. Du machst jetzt noch weiter und dann gucken wir uns mal so lange an, was der liebe Matthias in der Zeit gemacht hat. In welchem Programm bist du? Ich bin hier in Photoshop unterwegs. Und ich habe jetzt im Prinzip angefangen, die einzelnen Tiere, die man hier so sieht, weil die jetzt sind ja praktisch jetzt alles auf einem Bild. Genau. Und die nehme ich jetzt und versuche die halt einfach freizustellen, damit Ben da vernünftig arbeiten kann. Zum Beispiel hier diese Hummingbirds, mache hier auf freistellen, damit natürlich der Hintergrund nicht zu sehen ist. Dann kann ich ihm das so geben und habe ich jetzt auch schon einige exportiert, damit er damit arbeiten kann. Damit hier nicht nur
Parrots, Papageien in der Luft sind, sondern vielleicht auch noch Hummingbirds. Sehr oder cool. Büffel haben wir auch noch. Ja, ich animiere sie dir alle runter in der nächsten Viertelstunde. Ja, cool, danke. Ich habe eine Frage an dich, ja, an euren Grafikstil. Und vielleicht, können, ja, vielleicht machen das die Kollegen auch gleich drüben in der Talkrunde. Ich finde das ganz interessant, weil ihr habt ja so euren eigenen Grafikstyle. Ne? Mhm. Ich sag mal, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, habe ich, an, wie gesagt, man kann das natürlich nicht immer ganz vergleichen, weil ihr was ganz Eigenes geschafft habt. Aber für mich ist das so ein bisschen eine Mischung aus, die Grafik, die Square Enix zum Beispiel gerade verwendet für ihre Pocket-Geschichten und es gibt auch dieses neue Mobile-Game Children of Sky oder so, also ein bisschen Cell-Shading. Ne? Also ich kann es nicht genau einordnen, deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, wie würdest du euren Grafikstil einordnen oder habt ihr dann ganz eigenen Begriff für, wie ihr das nennt? Also wir haben uns damals auch so ein bisschen an viele Pixar-Filme orientiert, wie zum Beispiel Up. Ist ja, die Form ist immer sehr stilisiert, also die Formen sind immer sehr klar, aber das Shading oder also praktisch die Oberflächen sind immer ziemlich detailliert, also realistisch im Prinzip, also realistisch gerendert, kann man so sagen. Und da haben wir uns halt von Anfang an orientiert, deswegen haben wir ja auch zum Beispiel diese sehr stilisierten Berge, wie man jetzt hier sieht, und die also sehr, ja, sehr eindeutige Form haben. Das heißt, aber die habt ihr auch alle selbst entwickelt, ne? Also genau, wirklich genau, in eurem eigenen Team von Anfang an gesagt, hier, das, also, wie habt ihr das gemacht im Sinne von aufgezeichnet, irgendwie auf ein Blatt Papier und dann von Papier auf digital übertragen oder war das eher, es war schon in eurem Kopf und dann einfach also, direkt losgelegt? Im Prinzip war es damals in Max' Kopf und er hat dann halt angefangen, okay, hat einfach verschiedene dieser Max, Maximilian. Angefangen, verschiedene Konzepte halt zu entwickeln, eher in Kleinformat, so einfach nur ganz schnell und verschiedene Ideen entwickeln und dann haben wir halt so, okay, was ist cool, was könnte denn passen so und das war dann auch ziemlich schnell klar, dass wir diese runden Berge halt so mochten, ja, von Anfang an so und genau und ich habe mir das dann angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich jetzt mal an, das zu bauen. Und dann haben wir das auch ziemlich schnell erstmal die erste grobe Version in die Engine geworfen, also in die Unreal-Engine, um da schon mal rumzulaufen, wie das so wirkt auf den Spieler. Genau. Das ist spannend. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schöner dreamy Look, den das Spiel kreiert. Ne? Man hat wirklich so eine Traumwelt auch, die dann durch die ganze Farbenfroheit und die so ein bisschen, ja, leicht entsättigten Farben teilweise auch, ja, dann wirklich einen da wirklich reingehen lassen. Und das, ja, finde ich sehr, sehr schön. Also ich bin sehr gespannt, was ihr beiden jetzt zaubert in den nächsten Minuten. Mhm, ich auch. Das sieht auf jeden Fall mal sehr gut aus. Ich habe gerade nochmal schnell Hamburg eingebaut. Wir haben doch auch in unserem Assets dieses 3D-Hamburg, was wir mal gebaut haben. Das habe ich hier gerade noch reingeworfen, weil ich dachte, es findet in der natürlichen Welt von Lost Emma findet wahrscheinlich nicht allzu viel Hamburg statt. Und soll ja auch noch ein bisschen mehr Rocket Beans da reingedrückt werden. Genau. Ja, wie man das so macht. Ne? In Hamburg geht halt auch die Welt unter ganz oft. Ja. Ne? Wie du halt hier auch sehr authentisch dargestellt hast. Die Sonne sieht tatsächlich auch so aus in Hamburg. Ja, jeden Abend. Ne? Guckst du immer aus dem Fenster und dann gucken dich dann zwei riesige Augen an. Ja, und dann schlafe ich richtig, genau, richtig zufrieden ein, gute ohne Nacht. Angst. Sehr, sehr cool. Also ich, ja, bin sehr gespannt. Vor allem, was mich jetzt auch interessiert, und das kommt bestimmt auch gleich noch, so, zum Thema Kreativität von den Kollegen drüben. Ne? Weil es ist ja, wie gesagt, ein riesen Schaffensprozess. Ne? Und ihr seid ja auch schon sehr lange an diesem Spiel, auch, also allein schon von der Idee her. Ich glaube, man vergisst ganz oft, dass man sagt, hier die ganze Planungsphase, die ja dazu gehört, und die Ideenfindungsphase ist ja auch ein sehr langer Prozess. Ne? Also wie das auch zum Beispiel bei Unternehmen ist, dass die Forschungsphase teilweise viel mehr Zeit und Geld in Anspruch nimmt als alles andere dran, ist es bei euch ja wahrscheinlich auch. Ne? Bis man überhaupt anfängt, ein Spiel zu kreieren, muss man sich ja alles erstmal überlegen. Und ihr habt ja auch, ne, hast du ja erzählt, euch erstmal einen Plan gemacht, beziehungsweise auch der Maximilian dann, was ist der Inhalt, wie soll das Ganze aufgebaut werden? Storyboards wahrscheinlich auch. Ne? Also im Endeffekt macht man das ja auch wie so in so einem Film. Ne? Was macht man denn eigentlich als Charakter in diesem Spiel? Ne? Ja. Und das sieht man dann eben auch dann dort. Und finde ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Und ich bin auch sehr gespannt, wenn das Spiel raus ist, mal das auch selbst anzutesten. Ja. Ich weiß gar nicht, sollen wir schon mal wieder rüber? Sind die Kollegen bereit? Oder sollen wir mal, genau. Da ist er. Cool. Ja, dann würde ich sagen, das ist ja wieder. Also, ich bin in der Talk-Ecke.
Ja, Chan hat auch gerade noch abmoderiert, aber er hat zu lange gebraucht. Ja, eben, da wurde schon runtergedreht. Genau, aber bevor du jetzt profimäßig anfängst, oder müssen wir irgendwo hin? Vielleicht fängst du profimäßig an, weil ich natürlich hier... Ey, wir haben noch so viele Fragen, Hannes, aber ich würde sagen, wir sprechen einfach nach einer kleinen Pause. Dann haben die Leute da drüben nämlich auch Zeit, ein bisschen weiterzumachen, damit wir auch am Ende dieser Sendung auch ein Ergebnis sehen. Und dann sind wir gleich zurück. Da sprechen wir nämlich noch über den Kreativitäts- oder den Kreativprozess, über das Art-Design und all das. Aber erstmal eine kleine Pause, dann sind wir zurück hier mit Lost Ember bei Adobe Live. Also bleibt dran. Bis gleich. Wo ist sie, die Kamera? Weiß auch nicht, wo ist sie? Habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe. Herzlich willkommen zurück hier bei Adobe Live. Während hier schon die Gespräche wieder weitergeführt werden. Wir schnacken auch nicht lang drum rum, sondern wir werden ein bisschen jetzt mit beiden, sogar mit Max und mit Matthias, über den Kreativprozess von Lost Ember sprechen. Und deswegen dachten wir uns, setzen wir mal die wichtigsten Leute hier in die Mitte, damit wir euch ein bisschen ausquetschen können. Ich bin hier der Wichtigste, ja. Ah, sorry, ja, natürlich bist du der Wichtigste. Ja. Und bescheiden. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Inspiration gesprochen und da fielen natürlich so Spiele wie Flower oder auch Journey. Hattet ihr noch im Art Design, also was diesen Stil halt angeht, noch andere Inspirationen? Na, da ging es ja gerade mit ab, oder? Genau. Das war, also auf jeden Fall die Pixar-Filme, würde ich sagen. Ja. Also, das war halt, also
gerade am Anfang war das halt, war die Inspiration halt Journey oder Abzu oder halt Spiele, die in diese Richtung gehen, dass es halt immer flat ist, weil das halt auch irgendwie was Zeitloses hat. Ne? Also egal, wann du es spielst, du kannst, Journey sieht ja jetzt noch gut aus und das Ding kam 2012 raus. Mhm. Und das war erstmal die Idee. Und dann so, während wir am Entwickeln waren, haben wir halt gemerkt, so im Prinzip ist dieser Stil gar nicht so einfach in Unreal umzusetzen. Aha. Weil dort ist ja alles auch realistisch gemacht. Ah, ja. Und dann haben wir die Assets halt reingepackt, es sah gut aus und dann brauchte man sehr viel Arbeit, bis das dann geil aussah. Ne? Also in flat. Und dann haben wir halt irgendwann entschieden, okay, im Prinzip, wenn die Sachen schon direkt so gut aussehen und wir haben die Assets halt relativ einfach gehalten und dann zusammen mit in der Engine sah das halt schon sehr Pixar-mäßig aus, einfach so vom, das Rendering ist toll, einfach man kann halt Subsurface Scattering, das ist halt, wenn irgendwie man so ein bisschen Haut, wenn man durch Haut durchgucken kann und so, dann entstehen so schöne Farben und sowas, das war alles halt einfach so ziemlich schnell einfach schon drin. Cool. Und dann, da wir grundsätzlich gesagt haben, es ist nicht nur ein Spiel für Kinder, sondern vielleicht auch für ein erwachseneres Publikum, ist vielleicht dieser Mix, dass man ein bisschen was Realistisches drin hat, auch ganz cool. Und dann kam das halt, dass wir das beibehalten haben. Halt. Cool, ja. Wo wir schon mal beim Thema Realismus sind, was ich mich gefragt habe, ist halt, ihr habt ja da sau viele Tiere drin und auch die Natur und irgendwie sieht es auf den ersten Blick relativ realistisch aus. Natürlich habt ihr da sehr viel kreative Freiheiten und werdet da ein bisschen eurer Kreativität freien Lauf lassen, aber habt ihr euch so den Aufbau der Tiere ganz besonders genau angeschaut, um die halt alle zu modellieren und möglichst realitätsnah umzusetzen? Oder entstand alles aus dem bestimmten Stil heraus, den ihr vorher schon, ja, der vorher schon feststand? Also, man muss dazu sagen, wir hatten halt nicht wirklich die Zeit, vorher ewig eine Pre-Production oder so zu machen, weil einfach wir ein kleines Team sind und wir einfach, jeder muss halt arbeiten. Also jeder muss irgendwie mit irgendwas anfangen, weil sonst wird halt nichts fertig. Und ich als Artist bin natürlich dann erstmal genervt gewesen irgendwie auf eine Art, aber andererseits kannst du halt auch, also man baut halt was selber auf. Und aus der Not halt okay, eine Tugend dann machen so. Bitte nochmal? Aus der Not eine Tugend machen. Ja, ja, genau, so in der Art. Das war dann halt so aus dem. Und dann haben wir halt entschieden, wir machen alle Assets so Stück für Stück nacheinander und dann fängst du halt mit dem Wolf an. Dann habe ich mich halt in der Zeit, wo dann die Jungs schon mal angefangen haben, irgendwie die Grundmechaniken zu bauen, hingesetzt und Anatomie halt ordentlich ein bisschen studiert, noch mehr gezeichnet und dann halt irgendwann die erste Form für einen Wolf gemacht, die übrigens komplett anders aussah. Ich glaube vier verschiedene Versionen hatten. Ja, wir haben vier Wölfe gehabt jetzt mittlerweile, genau, komplett immer neu von Anfang an gemacht und zu Anfang war der halt sehr flach und sehr eckig und alles halt so dieser Low-Poly-Look ein bisschen. Aha. Dann haben wir ja gesagt, wir machen alles Pixar-mäßig, also musste halt auch irgendwie Fell da sein. Fell war viel zu kompliziert, weil wir das für alle anderen Tieren auch hätten machen müssen und dann haben wir halt gesagt, okay, irgendwie brauchen wir so einen Mix und dann ist halt das so ein bisschen entstanden, wie es jetzt ist. Ihr hattet das kurz eben angesprochen, ich bin ja jetzt selbst gar nicht so der krasse Zeichner oder so, aber habe natürlich meinen Kollegen Albin oder Jan oder natürlich kann ich einen Stift benutzen, ohne mir einen Arm zu brechen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du zeichnest da geile Sachen, hast so Ideen, hast da diese Welt und so und gibst das jetzt deinem Kollegen, ey, und keine Ahnung, zwei Wochen später oder eine Woche später sagt er, hier, setz dich mal ran und du sitzt auf einmal in dieser dreidimensionalen Welt, die vorher für dich eigentlich ja flach war. Okay, du wirst ihm ja wahrscheinlich öfter mal über die Schulter setzen, gucken, aber ich kenne das ja. Das auch. Als Spieler hast du ja die Chance, jedes Asset eigentlich rundherum anzugucken. Ja. Und ich, wenn ich Designs mache, da sind Fehler drin, die sieht aber keiner, das ist nicht richtig gestempelt, aber da liegt ja eh was drüber. Ja. Das ist nicht ganz ordentlich, versendet sich und so. Ja, ja, und dass du ja auch was scribbelst, das ist 2D und irgendwann gehst du rein und sagst so, du, ich habe mir das eigentlich vorgestellt, dass er ein bisschen breiteren Kopf hat, weil du hast ihn zwar vielleicht gemalt, aber... Genau so ist das auch. Und das finde ich irgendwie ein total verrückter Ansatz, dieses es dann so zu sehen. Es ist auch oft, ja, es ist halt witzig, weil man halt, man macht. Also gerade bei uns ist es auch so, wir haben halt so wenig Zeit, dass ich halt, sobald ich denke, also als Artist in diesem Job machst du halt niemals fertige Sachen. Ne? Du machst halt einfach, du machst es immer genau so lange, bis die Leute verstehen, was du meinst und dann hörst du auf, weil dann muss das nächste gemacht werden. Ne? Das heißt, dieses Feeling von, du machst ein schönes Bild und andere Leute geben die Bestätigung dafür, das kannst du halt nicht machen. Das ist halt einfach kein Artist,
Job in dem Sinne, ne? Ja. Sondern du machst halt einfach, fängst an mit dem Wolfskonzept, sagst so, das und das ist die Idee. Im besten Falle zeichnest du gar nicht, ne? Im besten Falle sagst du einfach nur, guck, so soll der aussehen. Ja. Ne? Und dann baut er das und dann ist es halt, weil einfach irgendwo immer Zeit gespart werden muss. Ja. Das ist aber auch das Schöne bei uns, weil dadurch, dass die Sachen relativ grob sind, habe ich dann auch zum Beispiel mehr kreative Freiheit, das irgendwie dann umzusetzen. Mhm. Also, ja, genau. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir bei den Rocket Beans auch viel haben. Also, ja, du hast Freiheiten und kannst deshalb kreativ sein. Deshalb, ja, ist das mehr ein Teil von dir. Dieser Wolf da zum Beispiel ist ein Teil von dir und von einem anderen Kollegen von, ja, euch. Und es steht keiner hinter. Nee, das habe ich mir so vorgestellt. Ja. Und ja. Das ist... Es ist sowieso Hammer. Grundsätzlich auch so ein Ding bei uns, wenn irgendeiner, egal ob Laie oder nicht, da sich hinstellt und sagt, das funktioniert irgendwie nicht, so dann ändern wir das. Oh, echt? Ich dachte, jetzt kommt also das andere, dann ist er sofort weg. Genau. Nee, es ist halt genau das Gegenteil und ist tatsächlich auch immer extrem hilfreich, weil muss ich halt vorstellen, wenn man das überträgt, man ist halt irgendwie zu fünft in der Firma. Und dann guckt jeder drauf und wenn nur eine Person halt etwas nicht gut findet, dann, wenn man das überträgt auf 50.000 Leute, die das Spiel später spielen, dann sind das davon halt einfach 10.000 Leute, die einfach sagen würden, gefällt mir nicht, ne? Gut in Mathe. So in der Art. Was ich ganz spannend finde, ist dieser Effekt, dieses, wie soll ich sagen, diese Glut, die da um die Tiere oder diese Funken, die da irgendwie sind. Und das hat ja, glaube ich, irgendeine Bedeutung, weil Lost Amber bedeutet ja auch Glut. Könnt ihr... verlassene Glut. Ja, also, hat es denn, es hat bestimmt storytechnisch irgendeine Bedeutung, aber könnt ihr dazu ein bisschen was sagen? Wie habt ihr das eigentlich umgesetzt in der Optik? Weil in so ein paar Szenen sieht man das, finde ich, diese Glut, beziehungsweise diese Funken, die da irgendwie bei den Tieren, um die Tiere rumfliegen. Mhm. Hat es eine gewisse Bedeutung im Spiel? Also Feuer hat halt eine Bedeutung in der Kultur, die wir uns da überlegt haben. Und die ich weiß nicht genau, wie viel ich sagen kann. So ich weiß auch nicht gerade. Aber die Figuren, die Erinnerungen, die man sieht und die alles, was halt entsteht, besteht im Prinzip aus diesen Glutformen und ist halt... oh Gott, wie sage ich das, ohne was zu verraten? Aber red dich nicht um Kopf und Kragen. Es ist halt im Prinzip, die haben einfach eine gewisse Religion, könnte man sagen. Und da ist es halt einfach ein Teil davon. Okay. Sorry, ich wollte da gar nicht so tief reingraben. Ich wollte dich nicht in eine blöde Situation bringen. Wir wollen ja nicht zu viel wissen, aber ich habe mich das gefragt, weil natürlich das im Titel steht und auch bei den Tieren immer mal wieder zu sehen ist in den Trailern. Wie sieht's denn aus? Wir sind jetzt leider schon fast am Ende, aber habt ihr schon einen Release-Zeitraum angepeilt? Schwer jetzt einen Termin zu sagen, wenn man halt den Leuten nicht was Falsches versprechen will, aber wir wollen es halt jetzt demnächst... mal fertig machen. Wir sind halt schon in einigen Wochen, würde ich sagen. In einigen Wochen könnte man sagen. Okay. Das ist nicht mehr so lang. Aber also wir sind halt jetzt gerade so an der Schwelle, dass wir das praktisch für die Konsolen einreichen. Und und das muss halt erstmal approved werden. Und wenn das approved ist, dann können wir auch wirklich sagen, okay, da kommt's raus. Vorher ist halt dann, am Ende muss man es dann wieder doch wieder verschieben und ja. Ja, aber ich finde es schön, dass ihr euch die Freiheit nehmt, dadurch, dass ihr das gecrowdfundet habt und so, da irgendwie nochmal zu polischen und das halt fertigzustellen. Weil niemand will dann irgendwie ein eigentlich cooles Konzept, was total schick ist, aber was dann irgendwie verbuggt ist oder was auch immer. Ja. Du willst ja auch nicht so viel Leidenschaft und Liebe, die du da reingetan hast, raushauen und dann sagen, irgendwie mussten wir jetzt. Du musst das ja richtig zu Ende bringen. Ja, voll. Ey, bevor wir noch rübergehen zu der Kreativecke, um mal zu gucken, wie weit die sind hier vorne, sieht man ja auch schon ein bisschen was. Sieht man was? Schon die ganze Zeit, Hannes. Aber ich hab meinen dicken Oberschenkel davor. Aber ich habe mich gefragt, und das ist dann auch meine letzte Frage, inwiefern geht ihr auf Feedback ein? Also gab es schon mal Ideen von Fans, beziehungsweise sogar von euren Crowdfunding-Leuten, also die halt euch Geld gespendet haben, wenn man so will, wo ihr dachtet, geil, das bauen wir ein? Ja, also wir haben Alpha-Backer und Beta-Backer, die halt praktisch bei der Kickstarter ab einem gewissen Betrag Alpha-Zugang hatten und die haben es halt auch schon gespielt und da haben wir einfach in unserem Discord-Channel haben wir dann einen Feedback-Channel und da haben einige Leute schon, den haben wir auch schon geskypt so und der hat da echt so, keine Ahnung, das 20 Stunden lang gespielt und dann haben wir
okay, was, wie fandest du das und das? Und dann meintest du, ja, das und das wäre so cool. Und ja, einige Sachen haben wir dann auch dementsprechend geändert. Das wäre mit einem großen Publisher wahrscheinlich auch nicht so einfach, da mal schnell Discord-Channel zu öffnen, genau, wo ihr mit den Leuten direkt sprechen könnt, auf jeden Fall. Ist aber auch allgemein schwierig. Also, es ist super cool, wenn Leute sich hinsetzen, intensiv spielen und intensiv Feedback geben. Ja. Also, es ist nicht so oft, dass Leute das halt so aufwendig machen. Ne? Das ist halt als Entwickler super geil. Also, jeder, der es testet, der Spiele testet und Feedback gibt, das ist echt was Besonderes. So. Als Entwickler lernt man viel. Ja, das ist krass. Lass uns mal gleich Feedback geben zu dem, was sie da drüben gebaut haben. Ben und Chan, zeigt uns doch mal bitte, was ihr da drüben so gebastelt habt. Und so langsam müssten wir zum Ergebnis kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, du scheiße, sind Stress, sage ich dir. Ben schwitzt die Hand. Ja, ich glaube auch, Alter. Schalten wir mal rüber zur Kreativecke. Genau, welcome back. Der Ben hat hier ganz fleißig, ich habe ihm die ganze Zeit auf die Finger geschaut, ne? Dass er hier auch auf jeden Fall ganz fleißig was Tolles macht. Bevor wir das zeigen, würde ich gerne noch einmal ganz kurz, wir haben ja noch kurz... Wir sehen es schon ein bisschen auch. Genau, man sieht es schon ein bisschen, aber bevor wir es dann nochmal in groß zeigen, würde ich mal ganz kurz generell zum Thema Adobe Live und der Rocket Beans Kooperation noch so ein, zwei Sätze sagen, weil ich das super cool finde, dass wir das hier alle zusammen machen können und ich denke, das ist auf jeden Fall was, was wir gerne weitermachen würden. Ich glaube... zu dem Thema Kreation kann man sehr, sehr viel sagen und wir haben jetzt hier, ich sag mal, auch einen begrenzten Zeitraum. Morgen geht es ja auch in die zweite Runde, wird der Sandro bestimmt gleich schon ein bisschen was sagen. Aber generell finde ich es natürlich schön, dass wir das eben zusammen aufbauen können und generell eben Adobe Live auch hier so schön reinpasst. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich bin sehr gespannt, was du jetzt zu zeigen hast, lieber Ben. Genau, ich steige einfach mal ein, ich gehe mal gleich in die Vollen. Das ist jetzt so, das ist der Stand, wo wir jetzt gerade sind. Ich habe noch ein paar Sachen reingeworfen. Ich habe die Wolken noch übernommen hier, die sind jetzt ein bisschen hart am Zappeln. Die müsste man eigentlich noch langsamer machen. Ich habe diese Vögel hier animiert. Sie fliegen augenscheinlich aber noch etwas zu langsam. Das ist einfach sehr, sehr, sehr wenig Zeit, ist mir auch gerade eben aufgefallen. Also ganz ehrlich, aber in 30 Minuten oder 45 Minuten das Ganze hier aufzubauen, ist ja, das ist schon sehr löblich von dir. Ja, was habe ich noch reingeworfen? Wir haben ja unsere Assets, wie eben schon gesagt, wir haben hier zum Beispiel unseren Sternenhimmel, den eifrige Zuschauer auf jeden Fall kennen, den haben wir halt ergänzt auf diese Hintergrundfläche, das haben wir noch reingemacht von Rocket Bean Style. Wir haben noch diese Jalousien, die ja auch immer wieder auftreten hier in den Vordergrund, die sich auch so ein bisschen durchbewegen. Tut mir leid, dass das hier so ein bisschen kleiner ist. Wir haben Hamburg reingemacht, wir haben den animierten Schweif hier am Start. Der Companion heißt er, glaube ich, bei dem Spiel genannt. Wir haben den Wolf, der augenscheinlich ein Augenduell hat mit unserem Kreislogo im Hintergrund. Ja, es ist natürlich im Programm, ich kann jetzt hier nicht in voller Auflösung Play drücken, aber in voller Auflösung sähe es halt in etwa so auf, wenn ich jetzt hier den Play-Knopf drücke, ist es natürlich pixelig, das ist natürlich nur der Voransicht geschuldet. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, man sieht ja trotzdem, was passiert. Und dafür, dass es eben eine halbe Stunde jetzt ist, ist noch nicht gerendert und alles klar. Aber es ist natürlich wahnsinnig aufwendig, das jetzt auch im Detail zu machen. Und für die kurze Zeit ist es natürlich... Genau, gegen. Es loopt ja auch noch nicht. Das muss ich alles im Nachgang dann nochmal richtig ordentlich machen. So wie halt eben gesagte Kleinigkeiten, die halt erstmal nur eine Voransicht quasi sind. Ja, aber so in etwa stelle ich mir das vor. Ich stelle mir auch vor, dass das Haar von diesem Wolf noch ein bisschen wedelt. Irgendwie sieht er ein bisschen aus wie, wie heißen diese ausgestopften Tiere? Ja, genau. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, der muss sich irgendwie noch bewegen. Vielleicht wackelt der Schwanz noch oder so. Ja. Das muss ich dann im Nachklapp mal irgendwie noch erledigen. Aber soweit der Stand jetzt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und ich bin auch gespannt, wie das Ganze aussehen könnte. Man kann es ja irgendwann das Flash mal angucken, wenn wir das dann eben fertig haben im Loop. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte und zeigt vor allen Dingen auch, wie einfach es eigentlich ist, zwei verschiedene Elemente zu kombinieren, ne, die eigentlich so an sich ja nicht miteinander... Genau, das ist ja ganz oft in der Kunst so. Du nimmst zum Beispiel Jazz und Rockmusik, kombinierst die oder Hip-Hop und Reggae oder Metal. Kein Plan, da kommt immer was Spannendes bei rum. Macht immer Bock. Genau, es steht auf jeden Fall was Neues. Und wenn man die Möglichkeit hat, was Neues zu kreieren, so wie jetzt, why not? Ne? Also warum nicht testen? Der Matthias hat ja halt eben auch, als er in Photoshop gearbeitet hat, eben auch die jetzt eben die Assets bereitgestellt und dir rübergegeben. Deswegen konnte er jetzt nämlich auch schon rübergehen. Ne? Und du hast jetzt eigentlich auch fleißig weitergearbeitet. Also super coole Sache. Ich hoffe, ihr findet das auch mega cool. Und es ist ja auch nicht der letzte Tag. Das heißt, morgen gucken wir uns ja auch noch was an. Aber das ist natürlich für die kurze Zeit, wie gesagt, ich finde es super cool. Ich könnte es nicht in der kurzen Zeit, aber da bist du halt natürlich auch in deinem Metier. Ne? Da bist du ja, muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Zack, 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 zack. Einfach klick, 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 klick. Genau.
zeigt aber auch eben, wie mächtig einfach so ein Tool wie After Effects ist. Ne? Ja, total. Ich habe ja auch schon so oft über After Effects geredet. Ich finde, das ist halt irgendwie der absolute Werkzeugkasten. Du kannst da alles reinwerfen, irgendwie 3D-Assets, 2D-Assets, PDFs. Der schluckt einfach alles. Du kannst es mit den Mitteln animieren. Das ist eigentlich, ja. Wenn man, glaube ich, also wenn, das spreche ich für Hannes wahrscheinlich auch, wenn wir nur ein Tool haben dürften für alle unsere Arbeit, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich After Effects. Wie oft wir damit halt auch schon Still-Grafiken, also ohne Animation gemacht haben, weil halt super viel nice Effekte und so dort vorhanden sind und halt auch oft einfacher funktionieren als in Photoshop sogar. Also ja, ich finde es vor allen Dingen auch mega cool, also letztes Jahr haben wir das ja auch gehabt und auch da genau mit After Effects reinzugehen, das Ganze zu machen, war natürlich super. Mhm. Ne? Aber ich glaube, wir haben jetzt auch auf jeden Fall schon genug gesehen für heute von unserer Seite. Genau, vielen Dank. Ich werde das nochmal schick machen, dann werden wir es bestimmt nochmal final viel hübscher nochmal zu Gesicht bekommen. Genau, wenn euch Livestreams in der Richtung interessieren zum Thema Kreativität, könnt ihr natürlich auf adobelive.com euch das auch angucken. Aber jetzt heute geht es natürlich um Gaming in der Konstellation, deswegen würde ich mal sagen, unsere Kollegen hier drüben sind jetzt ja auch nochmal dran. Lieber Sandro, ich gebe mal weiter an dich. Ey, um ehrlich zu sein, für mich ist das irgendwie in der kurzen Zeit wie Magie, was Ben da gemacht hat. Also Ben, Props an dich auf jeden Fall. Ja, Ben wirklich. Matthias. Ja, voll. Ey, ohne Scheiß, also ihr habt gerade auch Liebe bekommen in den Kommentaren. Also mega krass, Ben. Als man das zum ersten Mal gesehen hat, dachten die Leute gerade alle so, Alter, wie krass ist der Ben denn in der kurzen Zeit? Das ist schön, also, weil ich morgen an Bens Stelle bin und ne, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Die Messlatte ist jetzt hier, Alter. Die Messlatte ist jetzt hier. Ben ist einfach auf jeden Fall einer meiner großen Grafikvorbilder, nach euch natürlich. und ich habe jetzt auf jeden Fall, ich dachte, ich wäre vorbereitet und kann mich morgen hinsetzen und mache meinen Schuh. Aber natürlich guckt einem Schand natürlich auch noch auf die Finger. Und jetzt haben wir Bens Sachen gesehen. Ich werde auf jeden Fall die Nacht durchmachen und mich anders vorbereiten. Hey, Props an Ben auf jeden Fall. Also lasst gerne mal Herzen dafür, Ben, aber auch vor allem für Max und Matthias. Schön, dass ihr da wart. Ja, wir super wirklich, cool. Es war schön, so einen Eindruck zu bekommen, nicht nur was die Entwicklung angeht, sondern auch Art Design und alles, was das Künstlerische angeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen da draußen. Morgen geht es nämlich an selber Stelle weiter mit The Search 2. Das ist ja von Deck 13. Also auch ein deutscher Entwickler. Da begrüßen wir die Janine hier und quatschen mit der ebenfalls ein bisschen über die Entwicklung und Kreativprozesse. Also schaut gerne morgen wieder rein. Vielen Dank da drüben in die Kreativecke an Ben und Can. Es war sehr, sehr schön. Hannes, es hat sehr viel Spaß gemacht. Super cool, die Messlatte ist jetzt hier. Also morgen wollen wir einiges von dir sehen. Ja, morgen machen wir dann 2-3 Stunden. Dann können wir noch mehr in Depth reden und ich habe mehr Zeit. Schön, auch nicht. Ja, die Zeit verging wirklich schnell. Also das muss ich sagen. Aber es ist ein gutes Zeichen für euch. Ich wünsche euch nur das Beste mit Lost Ember und vor allem mit dem Release, der dann irgendwann in der nächsten Zeit sein wird. Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und ja, ich vielen weiß Dank auch, für die Einladung. Super cool von euch. Ey, super schön, dass ihr hier wart. Also vielen Dank für die Eindrücke. Und ich weiß, dass bei uns tatsächlich in der Games-Redaktion, aber auch bei Game 2 drüben, mit denen habt ihr ja auch schon was gemacht, dass da alle heiß sind auf Lost Ember, wenn es dann endlich draußen ist. Also, aber ey, kein Druck, polish das und dann werden wir es spielen. Nächstes Jahr Adobe Live at Gamescom dann mit eurem neuen Titel und den ersten Entwürfen dann. Ja, exakt. Alles klar. Leute, jetzt geht's gleich weiter mit dem Game Talk. Da werden wir darüber sprechen, was wir heute alles so gesehen haben. Also bleibt auf jeden Fall dran, dann geht's weiter mit der Beanscom. Vielen Dank an euch beide, vielen Dank an Hannes und alle Leute da drüben und Dankeschön an Adobe und wir sind erstmal raus. Also bis morgen dann, spätestens. Tschüssi. Ciao.